Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video erklären wir euch, was ihr bei Snapchat-Ads beachten solltet und wie ihr diese schaltet. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Mit ca. 5 Millionen aktiven Usern in Deutschland ist Snapchat eine gute Plattform, um eure Zielgruppe zu erreichen. Schauen wir uns zuerst die wichtigsten Informationen zu Snapchat an. Snapchat ist ein Echtzeitnetzwerk, auf dem man Stories und Snaps erstellen kann. Stories bleiben 24 Stunden zu sehen und Snaps werden an Einzelpersonen versendet, die diesen dann höchstens zweimal anschauen können. Ein Snap kann maximal 3 Minuten lang sein und die ersten 6 Sekunden können nicht übersprungen werden. Interaktion ist auch auf Snapchat ein großer Inhalt der Plattform. Lustige Filter und die Swipe-Up-Funktion laden User dazu ein, selbst aktiv zu werden. Dieses Format bietet eine gute Grundlage, um erfolgreich Werbung zu schalten. Im Vergleich zu Facebook bietet Snapchat zwar nicht den gleichen Umfang an Optionen an, doch auch hier sind genug Möglichkeiten zum Werben vorhanden. Die Werbung kann hier entweder in den Discover-Kanälen oder zwischen einzelnen Stories platziert werden. Die Ads nehmen dabei den ganzen Bildschirm ein und werden so weniger als störend empfunden. Wenn ihr eine erfolgreiche Snapchat-Ad schalten möchtet, ist es sehr wichtig, eurer Zielgruppe die Möglichkeit zu geben, selbst aktiv zu werden. Dazu könnt ihr die Swipe-Up-Funktion nutzen, um auf weiterführenden Content zu leiten. Ihr habt zwar die Möglichkeit, bis zu 3 Minuten zu werben, doch die ersten 6 Sekunden sind für den Erfolg eurer Werbung entscheidend, da diese nicht übersprungen werden können. Versucht daher, die wichtigsten Infos schon gleich am Anfang zu geben und verzichtet auf Einleitungen. Diese Eigenschaft macht die App übrigens zum Werben sehr attraktiv, da man als Werbender eine feste Zeit hat, von sich zu überzeugen. In den meisten Fällen empfiehlt sich sogar nur 5 bis 6 Sekunden zu werben. Hier gilt, weniger ist mehr. Alle weiteren Informationen könnt ihr per Swipe-Up-Funktion weitergeben. Nutzer finden euch außerdem so viel interessanter, da sie lange Anzeigen meist eh überspringen. Auf Snapchat werden hauptsächlich Filter und Linsen von den Usern genutzt. Diese Möglichkeiten solltet ihr auch nutzen, um eure Brand-Awareness zu erhöhen. Abwechslung ist dabei der Schlüssel. Die Filter und Linsen könnt ihr sogar über die Snapchat-App selbst erstellen. Linsen geben Auskunft über bestimmte Dinge wie Orte oder das Wetter. In gesponserter Form werden sie oft von Marken genutzt. Besonders in Werbeanzeigen über einen Ort oder ein Restaurant sind sie von Vorteil. Genauso wie Facebook hat auch Snapchat einen Ad-Manager. Wer mit der Facebook-Variante zurechtkommt, wird auch bei Snapchat keine Probleme haben. Auf Snapchat gibt es zwar keine Business-Accounts, jedoch hat der Ad-Manager das Business-Manager-Menü, in dem ihr große Kampagnen verwalten und Zahlungsmöglichkeiten angeben könnt. Und so funktioniert der Ad-Manager bei Snapchat. Zuerst setzt ihr das Ziel eurer Kampagne fest. Klicks, Views oder eine App-Installierung. Im nächsten Schritt wählt ihr die Target Audience. Unter Demographics findet ihr Angaben zum Alter, Geschlecht und weiteren Aspekten. Setzt ein Land oder eine Stadt fest. Nutzt diese Möglichkeit, um eure Zielgruppe so genau wie möglich herauszufiltern. Als nächstes wird ein Anfang und ein Enddatum festgesetzt. Als letzten Schritt gebt ihr die nötige Zahlungsinformation ein und speichert diese für zukünftige Anzeigen ein. Falls ihr dazu noch Fragen habt, meldet euch gerne bei den Experten von eBakery. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine Tipps mehr von uns zu verpassen. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery-Team.